Moin und herzlich willkommen zu dem Video, auf das ich mich mit am meisten gefreut habe, es zu drehen. Und zwar sind es meine Bücher-Highlights aus dem Jahre 2019. Diese Bücher, die ich euch jetzt vorstelle, haben mich mit am meisten gefesselt, gepackt, schockiert, gerührt, verzaubert und was nicht alles. Ihr werdet es ja gleich hören und sehen. Ich habe mir 7 Bücher rausgesucht. Ich wollte erst 10 zusammenkriegen, aber ich habe halt mir auch vorgenommen, wirklich nur die Bücher zu nehmen, die für mich wirklich Highlights sind und ich nicht nur sehr gut fand und die dann wirklich in meinem Bücherregal bleiben. Und da sind es halt 7 geworden und ich finde, es passt sehr gut, denn 7 ist ja auch eine magische Zahl. Und ich finde es auch einfach genial, was für eine tolle Mischung das Ganze ist. Ich habe hier Thriller dabei, ich habe hier High Fantasy dabei, ich habe hier Abenteuerromane dabei, ich habe Kinder- und Jugendbücher dabei. Also es ist wirklich, wirklich eine tolle Mischung. Also ich glaube auch für jeden etwas dabei, für euch da draußen. Und ja, ich hoffe, ich kann euch damit anstecken oder habe euch im Laufe des Jahres vielleicht auch damit schon angesteckt. Und was ich auch wieder machen werde, was ich schon in meinen letzten Top-Videos gemacht habe in den letzten Jahren. Ich werde wieder ein Ranking machen. Das heißt, ich fange mit dem 7. Platz an und wir arbeiten uns hoch bis zum 1. Platz, also zum super Highlight des Jahres 2019. Auch wenn es immer extrem schwer fällt, da irgendwie ein Ranking zu machen und zu überlegen, welches Buch war nun besser als das andere, finde ich, macht es das Video immer noch ein bisschen spannender und auch für mich ist es eine kleine Herausforderung. Und ja, ich gucke sowas halt auch super gerne und deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Wir fangen jetzt, wie gesagt, mit dem 7. Platz an. Und da haben wir einen Jugendthriller, eine Fortsetzung eines Thrillers, was ich schon vor 10 Jahren sehr gerne gelesen habe und für mich auch immer wieder ein Evergreen ist zum Verschenken und zum Empfehlen. Und ich rede natürlich von Erebos 2 von Ursula Poznanski. Ja, ich bin ja sonst nicht so der Fan, wenn es um Fortsetzungen geht, zu Büchern, die eigentlich abgeschlossen sind, aber hier hat es für mich Sinn gemacht. Denn Erebos ist schon im ersten Band ein Spiel gewesen, was viral ging, was von Jugendlichen zu Jugendlichen weitergegeben wurde und einfach süchtig gemacht hat. Und Erebos hat dich so eingespannt, nicht nur dir ja, Freude zu bringen, sondern es hat dir auch Aufgaben gestellt, um ja, Belohnungen zu bekommen und ein Level höher zu bekommen, musst du halt diese Aufgaben erledigen. Und diese Aufgaben sind nicht irgendwann nur in diesem Computerspiel, sondern später auch im realen Leben. Und es setzt sich unter Druck, es wird immer gefährlicher und man fragt sich, was möchte Erebos eigentlich? Und Nick, der damals schon dabei war, treffen wir hier auch 10 Jahre später in diesem Buch wieder. Und er hat das alles überstanden, aber er traut erst seinen Augen nicht, als er auf einmal auf seinem Handy, auf seinem Smartphone, ein rotes E entdeckt, einer neuen App, die er nicht installiert hat, aber dieses Icon kommt ihm unglaublich bekannt vor. Und er möchte eigentlich mit Erebos nichts mehr zu tun haben, weil er weiß, wie manipulativ dieses Spiel ist, aber er wird erpresst. Und Erebos hat dazugelernt mit der Technik, die den technischen Fortschritt, den es in den letzten 10 Jahren gab, hat Erebos natürlich noch mehr Möglichkeiten, um seine Spieler in seinen Bann zu ziehen. Und Nick muss irgendwie wieder mitspielen. Wir haben aber noch einen weiteren Protagonisten, der auch wieder zur Schule geht. Also was heißt auch wieder, also wie Nick damals zur Schule geht, jetzt auch so im jugendlichen Alter ist mit 15, 16 Jahren und er weiß nichts von Erebos und kommt da einfach ganz unvermittelt ran und findet es einfach nur ein echt cooles Spiel, was ja, auf vielen Ebenen funktioniert. Und Erebos ist im Grunde sowas Ähnliches wie World of Warcraft, wo man seinen eigenen Charakter entwickelt und dann so ein paar Quests erledigen muss, um ein bisschen hochzuleveln. Ja, aber auch Derek muss irgendwann mitkriegen, dass Erebos mehr ist als ein Computerspiel und gefährliche Dinge über ihn selbst weiß und ihn unter Druck setzt. Und ja, irgendwas will auch jetzt Erebos wieder. Aber was ist das wieder? Und wer steckt dahinter?
Ja, ein Buch, was ich mit meinem Leseklub All You Can Read gelesen habe. Wir haben auch wieder viel miteinander gerätselt, was dahinter stecken könnte, wieder ganz viel Theorien aufgebaut und es hat einfach Spaß gemacht. Es ist ein unglaublich spannendes Buch und in diesem Fall fand ich es auch gut, dass die Fortsetzung da war. Es hat nicht ganz zu einem 5-Sterne-Plus-Buch gereicht, weil ich die Spielsequenzen, die ich im ersten Buch so genossen habe, weil wir eben halt einmal die realen Sequenzen haben, wo wir uns in der realen Welt befunden haben, aber dann eben auch viel der Spielsequenzen selbst mitbekommen haben und wie das Spiel aufgebaut ist und wie das Spiel gespielt wird. Das fand ich im ersten Buch toll und das habe ich hier ein bisschen vermisst. Diese Szenen waren für mich ein bisschen belanglos. In dem Spiel selbst gab es nicht so ein richtiges Ziel. Das hat sich eher so in der realen Welt abgespielt und das fand ich so ein bisschen schade. Ansonsten ja, fand ich es cool und Poznanski hat hier eine tolle Fortsetzung hingelegt und das war mein Platz 7. Wenn euch ein bisschen noch mehr interessiert, was ich noch so zu dem Buch gesagt habe, dann schaut gerne in die Rezensionen rein zu den Büchern. Die verlinke ich alle in der Infobox. Sollte es welche geben, zu allen gibt es das nicht, aber viele habe ich halt in einem einzelnen Video rezensiert. Genauso wie den 6. Platz, den ich auch erst kürzlich gelesen und rezensiert habe. Und zwar ist das Herz auf Eis von Isabelle Autissier. Was ganz anderes, ein ganz anderes Genre. Wir treffen hier auf Luise und Ludovic. Das ist ein Pärchen, was den Alltag entfliehen möchte und sie nehmen sich ein Sabbatjahr und wollen die Welt umsegeln. Und das machen sie auch und das funktioniert auch super und sie kommen sich dabei auch ein bisschen näher, weil auch in ihrer Beziehung ist so ein bisschen der Alltag eingezogen. Und ja, dieses Abenteuer, das flickt sie wieder so ein bisschen zusammen, bis sie irgendwann auf eine Insel stranden, beziehungsweise sich auf eine Insel begeben, die eigentlich unter Naturschutz steht und diese man eigentlich nicht begehen darf. Aber sie wollen dort ja, einiges erleben und einiges angucken, was man ihnen empfohlen hat unter der Hand. Und ja, es kommt auf einmal ein Sturm auf und sie müssen auf dieser Insel übernachten. Und nächsten Tag stellen sie fest, dass ihr Boot weg ist, dass ihr Schiff weg ist, dass sie da von dieser Insel jetzt erstmal nicht so schnell wieder runterkommen. Und ab da an geht es ums nackte Überleben. Es gibt dort eine alte verrostete Walfangstation, die halt nicht mehr bewohnt ist. Die Insel ist allgemein nicht mehr bewohnt. Es gibt wohl irgendwo auf der Insel so eine Forschungsstation, aber die ist im Winter halt nicht besetzt und es ist Winter. Ja, und das heißt, sie müssen jetzt sich um einen Schlafplatz sorgen, um die Kälte sorgen, also dass sie irgendwie vor Kälte und Wind geschützt sind und natürlich, sie müssen sich Essen beschaffen. Ja, und bei diesem Existenzkampf beobachten wir diese beiden Figuren, die unterschiedlicher nicht sein können. Er ist ein Macher und sie ist eher so ein Kopfmensch, so ein bisschen vernünftig. Und das Interessante und Spannende hierbei ist einfach, wie ihre Beziehung ja, in dieser Existenznot sich entwickelt und zueinander finden und wieder auseinanderbrechen und gegeneinander kämpfen. Das Buch ist unglaublich schockierend. Es ist fesselnd, abenteuerlich und psychologisch interessant, wie gesagt, wie diese Beziehung ja, sich entwickelt. Hier steht auch drauf, was wird aus der Liebe, wenn es ums nackte Überleben geht? Und ja, ich hing an diesem Buch sehr, also an den Worten des Buches, sagen wir so. Was auch hier ein Kritikpunkt ist, warum es jetzt nicht noch weiter hochgeklettert ist in der Rangliste. Buch ist in zwei Teile aufgeteilt, nämlich die letzten 100 Seiten oder so spielen nicht mehr auf dieser Insel, sondern nach den Geschehnissen. Und es wird halt so ein bisschen beleuchtet, wie die Gesellschaft darauf reagiert, was hier passiert ist letztendlich. Das werde ich jetzt nicht verraten, weil das wäre ein ja, ganz schöner Spoiler. Das muss man auf jeden Fall selbst erleben und sich selbst schockieren lassen. Ja, es geht so ein bisschen
ja, um moralische Fragen und um Gesellschaftskritik, was ich nicht schlecht fand, aber der Teil war einfach zu lang und hat irgendwie so ein bisschen ins Nichts geführt. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich wäre dann lieber noch ein bisschen länger auf der Insel geblieben mit den zwei Protagonisten. So, wir sind beim fünften Platz angelangt und das ist ein, ja, eine märchenhafte Fantasy. Das Herz der Nacht von Fabienne Siegmund habe ich hier auf dem fünften Platz gesetzt. Hier dreht es sich um den Straßenzauberer Matteo und um seine Freundin und seine Geliebte Anissa. Und sie wohnen in Venedig und auf einmal ist in Venedig 7 Tage lang Nacht. Die Sonne geht nicht mehr auf und als die Sonne dann schließlich am 8. Tag wieder auftaucht, ist Anissa verschwunden. Und seltsamerweise geht jetzt die Sonne gar nicht mehr unter. Es ist immer Tag und es ist keine Nacht mehr. Und Matteo sucht seine Anissa in den Straßen von Venedig und findet sie irgendwann in einem seltsamen Zirkus am Rande der Stadt. Und er ist hocherfreut, dass er sie wieder findet und so erleichtert, aber sie kann sich an ihn nicht mehr erinnern und weiß nicht, wer er ist und ist auch ein bisschen erschrocken, dass er sie so überfällt. Er möchte sie aber nicht verlassen, er möchte herausfinden, was mit ihr passiert ist und natürlich wieder ihre Erinnerung wecken. Und sie bietet ihn an, nachdem er erzählt hat, dass er ein Zauberer ist, doch in dem Zirkus zu bleiben, denn ein Zauberer haben sie noch nicht in dieser Zirkuswelt und deswegen tritt er in diese Truppe mit ein. Und dieser Zirkus ist etwas seltsam und es gibt mehrere Geheimnisse. Nicht nur das Geheimnis von Anissa wird dort verborgen, sondern auch viele andere Geheimnisse der dort, ja, der Artisten, die dort auftreten. Und es hat natürlich auch irgendetwas mit dieser Tag- und Nachtgeschichte in Venedig zu tun. Ja, das Buch ist unglaublich poetisch, sehr anrührend und sehr symbolisch, hat eine unglaubliche Symbolkraft. Man muss ein bisschen rätseln, was was bedeutet und am Ende wird nicht alles ganz klar aufgelöst. Ich musste da lange Zeit drüber nachdenken. Ich mag die Sprache von Fabienne Siegmund sehr. Und eben auch die Story, natürlich auch den Schauplatz des Zirkus. Und der hat natürlich, birgt natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, dort Symbole hineinzuschaffen. Ja, eine wirklich sehr, sehr schöne, auch romantische Geschichte, die aber nicht so diese typische ja, romantische Liebe birgt, wo zwei Leute sich erst kennenlernen, sondern es sind zwei Leute, die sich eigentlich schon gefunden haben, sich verlieren und sich nun aufs Neue irgendwie wiederfinden müssen. Und deswegen fand ich die Liebesgeschichte hier überhaupt nicht störend, wie ich ja sonst eher so ein bisschen denke, aber hier hat es total reingepasst und hat mich sehr unterhalten. Das Ganze ist eine sehr ruhige und stille Geschichte, man darf da nicht viel Action erwarten, aber allein ja, dieses magische Setting und die Sprache, die verzaubert einen wirklich sehr. So, Band 4, sage ich schon. Platz 4 ist High Fantasy und ich bin so froh, dass hier auch noch Fantasy eingezogen ist in dieses Ranking, denn die Fantasy hat mich in diesem Jahr ja oft, also besonders die High Fantasy hat mich in diesem Jahr sehr oft enttäuscht. Das kommt sicherlich daher, dass ich in diesem Genre schon viel gelesen habe und hohe Ansprüche habe, weil ich viele Highlights kenne und ja, deswegen halt wirklich ja, sehr kritisch geworden bin und sowieso ja kritisch bin, aber gerade bei Fantasy ist es sehr schwierig unter dem ganzen Wust an verschiedensten Reihen, die irgendwie in Abklatsch voneinander sind und ja, da irgendwie auch die Perlen rauszufinden und auch wieder neue und innovative Ideen zu finden. Und wenn dann dennoch noch die Person, die Geschichte und der Weltenaufbau gefällt, das ist natürlich eine Herausforderung, aber das ist bei diesem Band auf jeden Fall passiert, bei diesem Buch. Und zwar ist es Never Night von J. Christoph. Der erste Band heißt Die Prüfung. Und ich habe schon von vielen vorher gehört, dass das ein Highlight für sie war und dass es etwas Besonderes ist. Und es stimmt. Wir treffen hier auf Mia Corvere.
mir erleidet schon früh in ihrem Leben ein schreckliches Schicksal, denn ihre Eltern werden von der Obrigkeit, von der Regierung als Verräter dargestellt und werden hingerichtet. Und sie ist nun auf sich allein gestellt. Sie schwört sich Rache. Sie möchte sich an diejenigen rächen, die ihre Eltern halt hingerichtet haben. Und sie schwört sich, ja, das Töten zu erlernen. Und sie weiß von einer Institution, wo man halt zum Assassinen ausgebildet wird. Und diese Institution nennt sich die Rote Kirche. Aber die nehmen nicht ja, jeden Hans und Franz auf, sondern nur bestimmte Leute. Und sie möchte natürlich unbedingt angenommen werden. Sie schafft es und kehrt dort ein, in einen Ort, der auch nicht so leicht zu finden ist. Und sie wird dann dort ausgebildet zur Assassinen mit anderen jungen Leuten und in besonderen, ja, bestimmten Fächern. Es ist im Grunde so eine Art Schule. Aber das Besondere ist hier, dass es eine sehr, sehr erwachsene Fantasy ist. Obwohl Mia jugendlich ist, ist die Sprache sehr derb und sehr besonders. Wir werden öfter als Leser angesprochen. Der Erzähler tritt hin und wieder mal auf und gibt seine eigene Meinung zum Besten, obwohl wir hier, der jetzt hier nicht irgendwie selbst mitspielt. Es gibt Fußnoten in dem Buch, das ist auch etwas Besonderes, wo wir auch mehreres über die Welt erfahren. Wir haben hier eine tolle Karte, beziehungsweise zwei Karten hinten und vorne von der Welt und von den Städten. Und Mia selbst ist auf jeden Fall eine besondere Charakterin. Sie ist nicht besonders sympathisch. Sie hat eine durchaus harte Schale. Natürlich hat sie auch ihren weichen Kern, aber sie ist ziemlich badass. Und das ist aber auch mit einer meiner Kritikpunkte hier dran, denn ich fand sie ein bisschen zu imba, ein bisschen zu. Ihre Fähigkeiten sind etwas zu groß und sie schafft irgendwie, sich überall rauszuwinden und sie ist einfach zu stark mit ihren Fähigkeiten, was ich manchmal ein bisschen schade finde, dass sie nicht ein bisschen öfter scheitert oder ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Das Buch traut sich etwas, was andere nicht trauen. Man darf sich Figuren nicht so sicher sein. Es sterben Protagonisten, wo man nicht mitgerechnet hat, weil wir denken, die sind einfach zu wichtig. Und es ist lustig. Es hat einen sehr schwarzen Humor, den ich sehr genossen habe. Und ja, wie gesagt, es ist was anderes, es ist was Neues und danach lechze ich immer und danach auch, wenn eine Welt sehr gut aufgebaut ist. Ich freue mich, Band 2 und 3 zu lesen. Band 2 ist schon längst draußen, Band 3 erscheint jetzt, ich glaube, Ende Januar. Und mit dem dritten Band ist die Reihe, glaube ich, auch beendet. Und ja, da freue ich mich drauf und hoffe, dass das einen guten Abschluss bekommt. Was mir manchmal ein bisschen zu viel war, war die derbe Sprache. Ich brauche das nicht unbedingt, auch wenn das hier irgendwie in das Konzept passte und man das so ein bisschen mit den Augen zwinkern sehen konnte und man das nicht so ernst nehmen musste, war es schon sehr derb und vulgär manchmal. Und es ist definitiv etwas für Erwachsene, weil es doch sehr blutig ist und eben auch zur Sache geht. Und deswegen, ja, ist es aber auch was Besonderes und ist der verdiente vierte Platz. So, und jetzt machen wir einen großen Sprung, denn die drei Bücher, die ich euch jetzt zeige, die ja, haben auch noch mal einen großen Abstand zu den anderen, die ich euch bisher gezeigt habe. Und bei denen war es mir jetzt auch besonders schwer oder ist mir es besonders schwer gefallen, jetzt da ein Ranking zu machen, weil ich die einfach alle toll fand und die sind auch wirklich so unterschiedlich wiederum. Ja, womit fange ich an? Ich überlege gerade, ob ich die Reihenfolge jetzt doch noch mal ändere, aber nein, ich werde es jetzt dabei belassen. Und auf den dritten Platz kommt bei mir tatsächlich die Schneeschwester. Eine Weihnachtsgeschichte von Maja Lunde. Ein Buch, was ich jetzt gerade erst im Dezember gelesen habe. Eine Weihnachtsgeschichte, die ich mir gegönnt habe und die mich einfach verzaubert hat. Hier geht es um Julian, der Weihnachten liebt.
aber dieses Jahr glaubt, dass Weihnachten nicht stattfindet, denn seine Familie trauert um seine Schwester, die gestorben ist. Und obwohl schon Mitte Dezember ist, ist die Dekoration noch nicht draußen und keiner ist in Weihnachtsstimmung. Seine Eltern scheinen irgendwie total vergessen zu haben, dass jetzt bald Weihnachten ist. Und seine kleine Schwester, die sonst immer total der Wirbelwind ist, ist auch total apathisch und gar nicht sie selbst. Und ja, Julian flüchtet sich in sein Hobby, in dem Schwimmen. Und beim Schwimmen entdeckt er ein Mädchen, das sich so die Nase platt drückt und hineinschaut. Und das ist Hedwig. Und Hedwig bringt wieder so ein bisschen Licht in seine Welt. Zunächst findet er sie ein bisschen seltsam, aber sie ist so eine offenherzige und weihnachtsliebende Person und er begleitet sie nach Hause, wo sie wohnt. Sie wohnt in so einer Villa, die unglaublich toll weihnachtlich geschmückt ist und sie lebt da mit ihrer Familie, die im Moment aber nicht zu Hause ist. Sie spielen Verstecken und ja, sie bringt wieder so ein bisschen Lebensfreude in sein Leben, aber auch die Lust auf Weihnachten und er möchte etwas tun. Er möchte sich und seine Eltern wieder ein Weihnachten bescheren und er möchte mit Freude an seine Schwester denken und nicht mit Trauer. Das ist nicht ganz einfach, aber er versucht es, er möchte es versuchen. Allerdings hat nicht nur er, sondern eben auch Hedwig ein Geheimnis. Immer wenn er mit ihr zusammen ist, gibt es seltsame Momente, wo er im Augenwinkel auf einmal etwas ganz anders wahrnimmt, als es vorher wahrgenommen hat. Und er begegnet immer wieder einem alten Mann, der halt um diese Villa von Hedwig herumschlawenzelt und der sieht sehr unheimlich und irgendwie traurig und auch ein bisschen wütend aus. Und Hedwig möchte nicht erzählen, was es mit diesem Herrn auf sich hat. Ja, werde ich natürlich jetzt auch nicht verraten. Ich sage euch nur, dieses Buch hat viel mit Freundschaft zu tun. Mit Liebe zur Familie, zu, ja, wie gesagt, zu Freunden, aber auch zu Weihnachten. Und es hat mich unglaublich in Weihnachtsstimmung versetzt. Ich habe euch schon im Lesemonat darüber erzählt, dass es schon sehr traurig ist, ein trauriges Thema ist, aber dass mich das auch immer wieder ja, so eine Wärme ausgestrahlt hat, so einen weihnachtlichen Gedanken rübergebracht hat, besonders durch Hedwig und nachher die Story durch die Auflösung sehr rund geworden ist und ja, einfach eine schöne Geschichte, die man als Adventskalender lesen kann, weil es 24 Kapitel hat. Und wir haben, was ich auch schon, wovon ich schon geschwärmt habe, sehr, sehr schöne Illustrationen, die das Ganze zu einem Meisterwerk, wollte ich schon sagen, ja, aber irgendwie ist es das, weil es einfach so rund ist. Ich zeige euch hier nochmal eine. Ganz oft immer mit Schnee und Schneeflocken und so weiter ja, verschönert. Und was ich auch schon gesagt habe, die Illustratorin schafft es sehr gut, Emotionen einzufangen. Und ja, diese Emotionen, die beschrieben werden, eben auch auf Blatt Papier zu kriegen. Und sehr, sehr schön und ein verdienter dritter Platz. Da wusste ich jetzt nicht, soll es auf den zweiten, ersten oder, aber die beiden anderen haben mich auch so begeistert. Deswegen ist es jetzt ein dritter Platz gewesen. Aber wie gesagt, Platz 1 bis 3 haben Vorsprung vor den anderen. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr großes Kinderbuch-Weihnachts-Highlight gewesen. So, als nächstes kommt ein Buch, was ich ziemlich früh im Jahr gelesen habe und war für mich schon ziemlich schnell klar oder sofort danach klar, dass das für mich ein Jahreshighlight wird und ziemlich weit oben im Ranking drankommt, obwohl es ja noch so früh im Jahr war. Und zwar spreche ich von The Ending von Ian Reid. Du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Das ist ein Psychothriller, ein sehr dünner Psychothriller. Ich glaube, gerade mal so 200 Seiten oder so. Ja, 230 Seiten. Und darüber wurde viel gesprochen. Und es war sehr zwiespältig, was dort gesagt wurde. Denn dieser Psychothriller ist nicht wie andere Psychothriller. Und gerade das hat mich irgendwie angesprochen. Vor allem, das Buch heißt The Ending. Und das Ende ist halt wirklich das Besondere daran, weil man lange Zeit nicht weiß, woran man in diesem Buch ist und worauf das Ganze hinauslaufen wird und man viel rätselt
und ja, dann am Ende etwas um die Ohren gehauen bekommt, was ich für meinen Teil wirklich cool finde. Wir treffen hier auf ein junges Pärchen. Die sitzen im Auto und sind auf dem Weg zu seinen Eltern. Sie kennt die Eltern noch gar nicht, also es wird das erste Mal sein, dass sie die Eltern kennenlernt. Und ja, die beiden unterhalten sich zunächst einfach über mehrere Dinge im Auto und draußen schneit es. Also es ist, man sieht es hier auch so ein bisschen, wie als wenn man so aus dem Auto, aus der Scheibe blickt und es kommen so Schneeflocken einen entgegen, die halt so beleuchtet werden. Und sie überlegt, wir sind halt in ihrem Kopf und sie überlegt eigentlich, ob sie nicht lieber Schluss machen sollte, weil sie einige Zweifel hat. Und von ihr erfahren wir auch so in Rückblicken, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und wir erfahren auch von ihr, dass sie ein Geheimnis hat, dass sie nämlich irgendwie gestalkt wird, dass sie immer wieder angerufen wird von einer seltsamen Nummer und dass sie sich auch sehr beobachtet fühlt. Das Ganze hat sie ihren Freund aber noch nicht erzählt. Ja, und irgendwann kommen sie an bei der Familie und ja, dann verläuft das, dieser ganze Besuch und wir beobachten das und das alles ist sehr, sehr seltsam. Und wie der Spruch schon vorne drauf sagt, du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum, ist es auch. Denn es passiert, es ist kein Axtmörder da irgendwie und auch kein großartige Action. Es passiert nicht viel, aber es ist alles so seltsam. Also die Personen benehmen sich komisch und auch die Protagonistin und auch die Beziehung zueinander. Irgendwie ist da was im Busch und man weiß nicht richtig warum. Und im Laufe der Geschichte kommen auf einmal auch so Logiklücken, wo man so denkt, hä, das passt doch alles nicht zueinander. Was ist da los? Ja, und am Ende der große Knall. Ich hatte schon irgendwie eine Überlegung, wie das Ganze enden könnte, in eine bestimmte Richtung, die vielleicht auch gar nicht falsch war, aber wie es genau geendet hat, war noch mal eine große Überraschung. Und das mag ich ja, wenn es mich so überraschen kann und wenn es denn trotzdem am Ende irgendwie rund ist. Ich kann verstehen, dass für manche das nichts ist, aber ich bin ja immer auf der Suche nach etwas Besonderem und Ian Reid hat sich hier was getraut und es hat für mich funktioniert. Und auch wenn ich euch jetzt hier nicht so viel sagen kann, was passiert ist und genau warum ich das so toll fand, ja, hoffe ich, dass ich euch neugierig machen kann, gerade mit diesem, dass man sich irgendwie so beklommen fühlt und so seltsam und so ein bisschen unheimlich das Ganze ist, obwohl da nicht so richtig was passiert und eben, weil man einfach wissen möchte, was ist denn nun am Ende passiert. Zwischen den Kapiteln bekommen wir auch so Dialoge mit von irgendwelchen Beobachtern, von, ja, von einem, ja, von einem Vorfall und auch da kriegen wir noch nicht so richtig mit, was da eigentlich vorgefallen ist und können nur spekulieren. Ich bin, muss ich sagen, am Anfang in den ersten 50 Seiten oder 30 Seiten erst ein bisschen schwierig reingekommen, aber dann. Ja, das war mein zweiter Platz, ein wirklich toller Psychothriller, der ja, den ich so noch nie gelesen habe und ich habe mir jetzt auch schon das zweite Buch von Ian Reid geholt. Ich glaube, das heißt Enemy. Auch das soll besonders sein. Ich glaube, viele finden das nicht so gut wie The Ending, aber dennoch möchte ich da von Ian Reid mehr lesen und ihn weiterhin beobachten, weil ja, das ist einfach was Besonderes. So, Trommelwirbel, wir kommen zum ersten Platz und vielleicht ahnt ihr es schon. Ich habe über dieses Buch in einem Lesemonat, ich weiß nicht, war es Oktober oder November, so geschwärmt oder war es September, keine Ahnung, irgendwann im Herbst. Und ja, auf mehrere Art und Weise war das einfach mein Highlight im Jahr 2019. Und zwar spreche ich von Das Labyrinth des Faun von Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Viele kennen den Film Pans Labyrinth, den gibt es schon länger, der ist eben von Guillermo del Toro. Und Cornelia Funke wurde gefragt, ob sie zu diesem Film ein Buch schreibt, was ja eher selten der Fall ist. Meistens ist es ja genau andersrum, dass ein Buch verfilmt wird und nicht, dass ein Buch zu einem Film geschrieben wird. Ja, aber hier ist es der Fall. Sie hat den Film, der im Übrigen ihr Lieblingsfilm ist oder einer ihrer Lieblingsfilme,
hat sie ziemlich eins zu eins aufgenommen. Also sie hat hier nicht viel verändert. Sie hat allerdings Zwischenkapitel bzw. Kurzgeschichten hinzugefügt und dadurch Hintergrundgeschichten geschaffen, die ihre Eigenkreation sind und die unglaublich schön hier reinpassen. Wir treffen hier auf Ophelia. Es ist 1944 in Spanien und sie zieht mit ihrer hochschwangeren Mutter um, und zwar zu ihrem neuen Stiefvater. Der ist General bzw. Ja, Hauptmann. Ich weiß nicht mehr genau den genauen Titel. Jedenfalls ist er auf der Jagd nach Rebellen und er ist im Moment stationiert in einer Mühle in einem Waldstück. Und sie ziehen dort nun halt hin. Und Ophelia ist gar nicht begeistert, denn ihr Stiefvater findet sie einfach grauenvoll und grausam. Sie nennt ihn nur noch den Wolf. Sie verzieht sich in ihre Bücher und in ihre Fantasiewelt und ja, erkundet so ein bisschen den Wald oder die Gegend ringsum dieser Mühle und der entdeckt dort ein Labyrinth. Und in diesem Labyrinth begegnet sie einen Faun und der sagt ihr, dass sie eigentlich gar nicht Ophelia ist und ein Menschenwesen, sondern sie ist eigentlich eine Prinzessin aus der Unterwelt und sie ist von dort irgendwann mal entflohen oder entkommen und nun suchen ihre Eltern nach ihr und sie ist schon lange Zeit verschollen und sie soll nun endlich wieder in ihre Heimat, in die Unterwelt zurückkommen. Aber sie weiß nichts davon. Aber sie muss halt, bevor sie in diese Unterwelt zurückkehrt, muss sie drei Aufgaben bestehen, um zu zeigen, dass sie nicht zu sehr Mensch geworden ist und um zu zeigen, dass sie auch wirklich diese Prinzessin geworden ist. Und sie bekommt ein großes ledernes Buch von dem Faun mitgegeben, wo drin eben diese Aufgaben aufgeschrieben sind, was sie machen soll. Ja, und so entspinnt sich eine Art Horrormärchen eigentlich in diesem Buch, denn wir haben zum einen diese sehr realistischen und auch grausigen Schilderungen des Weltkriegs oder beziehungsweise dieser kriegerischen Szenen, dieses Bürgerkriegs in Spanien. Und wir haben eben dieses fantastische, auch sehr düstere, märchenhafte, diese märchenhafte Welt, in die sich halt Ophelia entflieht. Und man fragt sich halt, ist das ihre Einbildung oder ist das echt? Ist sie wirklich eine Prinzessin oder eben nicht? Gibt es diese grausigen Geschöpfe, die sich vorstellen, wirklich oder nicht? Und wofür steht das Ganze? Das Buch ist sehr schön illustriert. Mal gucken, ob ich jetzt euch mal was zeigen kann. Hier zum Beispiel, hier sieht man auch eins der grausigen Wesen, von denen ich gesprochen habe, und eben Ophelia. Das Ganze ist wirklich nicht ja, kein Kinderbuch, weil das sehr brutal und sehr wirklich sehr düster ist. Und ich finde, Horrormärchen passt als Genrebezeichnung eigentlich hier sehr gut. Obwohl Cornelia Funke ja eigentlich nur den Film im Grunde genau studiert hat und alles hier nochmal aufgezeichnet hat, finde ich, gibt es hier dennoch einen Mehrwert. Denn wir tauchen natürlich in diese Figuren, die wir im Film nur von außen sehen, viel mehr ein und erfahren mehr von ihren Gefühlen und Gedanken, besonders eben von Ophelia, aber auch von anderen Figuren. Und dadurch geht dieses Buch noch ein bisschen näher als der Film, finde ich. Obwohl der Film, den habe ich auch gesehen, vorher irgendwann mal, Jahre vorher, aber auch kurz danach habe ich mir den Film nochmal angeschaut. Der hat natürlich tolle Bilder und besonders die Musik ist wirklich schön. Und das fehlt natürlich hier im Buch. Aber ansonsten hat das Buch noch ein bisschen mehr Tiefe. Und ja, die Gefühle und Gedanken, die hat Cornelia Funke hier natürlich dazu gedichtet. Und ihre Sprache ist natürlich so unglaublich schön. Und dieser märchenhafte Stil passt hier so gut rein und ergibt so einen tollen Kontrast zu diesem schrecklich gewalttätigen, was hier eben auch immer wieder geschildert wird. Und was das Ganze noch besonderer macht, ist eben, dass ich dieses Buch nicht nur gelesen habe, sondern auch als Hörbuch gehört habe. Und das Hörbuch ist so besonders, weil wir hier auch Geräusche und Musik ja, unterlegt haben. Es hat so einen Hörspielcharakter, obwohl es eigentlich nur von zwei Stimmen gelesen wird, nämlich zum einen
heißt der Tom Vogt, hat das gelesen, und zum anderen Cornelia Funke selbst, die eben diese Zwischenkapitel geschrieben hat und diese eben auch selbst vorliest, und das macht sie wirklich toll. Diese Zwischenkapitel erzählen halt ein bisschen mehr von dieser Unterwelt und von mehreren Figuren von der Unterwelt und wie Ophelia bzw. die Prinzessin damals dort gelebt hat und wie dieses Reich aufgebaut ist und ja, auch mehrere Gegenstände, Alltagsgegenstände, die wir irgendwie in der Realität mitbekommen, ob das nun ein Rasiermesser ist oder eine Taschenuhr, die bekommen auch ihre eigene Geschichte und werden zu magischen Objekten. Und das fädelt Cornelia Funke so gut ein und wirkt gar nicht so einfach dazu gedichtet, sondern als wäre es wirklich so. Die Kurzgeschichten haben auch so ein bisschen ja, einen Zusammenhang. Der hat sich leider ein bisschen zum Schluss so ein bisschen verflüchtigt. Das war so mein einziger Kritikpunkt, dass es da nicht noch mehr roten Faden gab und zum Ende eben die letzte Kurzgeschichte nicht noch mal irgendwie ein Finale gab oder eins, was so abgerundet hat. Aber insgesamt hat sich das sehr gut eingeflochten und auch das Ende selbst von der Geschichte, was eben identisch ist zu dem Ende des Films, ist ja, grandios gemacht, weil man sich im Grunde selbst überlegen kann oder es gibt einfach mehrere Möglichkeiten, dieses Ende zu interpretieren. Und das macht das Ganze sehr nachhaltig. Also man kann sich sehr nachhaltig mit diesem Buch noch beschäftigen und lange Zeit danach ist, ja, es rührt einen wirklich zu Tränen und gibt trotzdem eventuell ein bisschen Hoffnung, wenn, je nachdem, wie man das halt interpretiert. Ja, es passt einfach zu Cornelia Funke. Also ich glaube, niemand hätte es besser umsetzen können. Ja, also wirklich das Komplettpaket. Das macht es wahrscheinlich noch besonderer, weil ich dann auch noch bei einer Lesung war von Cornelia Funke. Cornelia Funke das erste Mal live gesehen habe sozusagen und wo sie halt auch dieses Buch vorgestellt hat und auch drin vorgelesen hat. Also das ist mein Platz Nummer 1. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, das wirklich auf den ersten Platz zu setzen, weil es einfach auf verschiedene Arten und Weisen mich eben so verzaubert hat. Das Hörbuch eben, dieses hörspielartige Hörbuch, was einen so eingesogen hat. Dann der Film, die Sprache des Buches, die Aufmachung des Buches und, huch, da ist was rausgefallen, dass der Brief von Cornelia Funke rausgefallen und dass ich es eben auch wieder zusammen mit meiner Mädelsleserunde gelesen habe, macht das Ganze natürlich auch noch besonderer und da denke ich dann sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück, wo wir uns darüber unterhalten haben. Ja, das waren meine Bücher-Highlights aus dem Jahr 2019. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich beim Schwärmen, mir dabei zuzuschauen, wie ich geschwärmt habe. Wenn ihr euch jetzt denkt, Mist, schon zu Ende das Video und ihr gar nicht genug kriegen könnt von diesen Jahres-Highlights-Videos, dann empfehle ich euch meinen Weihnachtslieder-Tag. Den habe ich Ende Dezember gedreht und obwohl in dem Titel Weihnachten drin vorkommt, haben die Bücher selbst, die ich da vorstelle, nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun. Denn auch diese Fragen, die dort gestellt werden, die haben so ein bisschen den Charakter von einem Rückblick ins Jahr 2019. Und da stelle ich euch Bücher vor, die es zwar nicht in meinen Jahreshighlights geschafft haben, aber die durch etwas anderes besonders herausgestochen sind und ich selber auch gerne drüber gesprochen habe. Da war zum Beispiel das beste Buch, beziehungsweise das Buch, was ich in der schönsten Leserunde gelesen habe, oder mein Hörhighlight des Jahres. Und so weiter und so fort. Schaut da gerne vorbei. Das hat mir auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und da entdeckt ihr auf jeden Fall auch noch mal sehr interessante Bücher, werde ich euch denn in der Infobox verlinken. Und jetzt möchte ich natürlich unbedingt wissen, was waren denn eure Highlights im Jahr 2019? Ihr müsst ja nicht unbedingt 10 oder 7 nennen, sondern vielleicht die besten 3 oder vielleicht nur das eine Highlight. Nennt mir das gerne in die Kommentare. Ich suche mir da gerne neue Inspirationen und Buchtipps raus und wahrscheinlich auch die anderen Zuschauer freuen sich darüber. Und ja, jetzt freue ich mich auf weitere Highlights im neuen Jahr und wünsche euch natürlich dasselbe und auch eine schöne lesereiche Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.